Hallo und Privet aus Kaliningrad. Mein Name ist Uwe Niemeyer. In Russland auch kurz Edichewitsch. Ich bin Deutscher. Ostdeutscher. Seit dem 95. Jahr des vorigen Jahrhunderts lebe und arbeite ich in Kaliningrad. Und ich habe eine Meinung mit russischem Akzent. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Russische Giftpfuscher und deutscher Kuhhandel. Erfreut hat die Weltöffentlichkeit Kenntnis genommen, dass der Patient Nawalny wieder Interviews geben, Meinungen äußern und Fotos machen kann. Und dies bereits nach so kurzer Zeit, nach der Vergiftung mit dem absolut tödlichen Gift Novichok. Erinnern wir uns ein wenig an die Aussagen westlicher Quellen zu Zeiten des Skripal-Falles. Dort wurde von dem absolut tödlichen Gift Novichok gesprochen. Und es gab ja auch Todesfälle. Allerdings sind nicht die gestorben, die direkt vergiftet worden sind, sondern zufällige Opfer. Skripal und seine Tochter wurden unter größter Geheimhaltung und Abschottung von medizinischen Spezialisten behandelt und es soll ihnen heute gut gehen. Mit anderen Worten, es kommen Zweifel auf, dass dieses Gift wirklich so tödlich ist, wie behauptet wird. Jetzt hat es Herrn Nawalny erwischt, der nach Informationen deutscher Quellen mit einer wesentlich stärkeren Variante des Novichok-Giftes von den russischen Giftmischern aus dem Leben befördert werden sollte. Schon nach wenigen Tagen, vielleicht waren es aber auch 2 Wochen, erfreut sich der Berliner Patient, wie er im Kreml bezeichnet wird, wieder recht guter Gesundheit und kann dem deutschen Staatsanwalt mitteilen, dass er beabsichtige, in das Land der Giftpfuscher zurückzukehren. Vermutlich hat auch Nawalny erkannt, dass die Russen, also seine Landsleute, wohl einfach nicht in der Lage sind, irgendjemand mit an tödlich grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem Leben zu befördern. Разве виноваты мы, что родились в России? Deshalb kann er auch nach Russland zurückkehren und hier ohne Angst um Leben und Gesundheit zu haben, seine Arbeit im Kampf gegen Korruption und Putin wieder fortsetzen. Allerdings kehrt er wohl als Held, vielleicht sogar als lebender Märtyrer, in das Land der vaterländischen Giftpfuscher zurück. General! Ванька! Михалыч Ваньку сынишку привез! Ваня! Мой сын! Да это же Финн, Кузьмич! У меня же дочь! Deutschland, diesmal nebenbei informiert, für diejenigen, die vielleicht nicht intensiv die freiheitlich-demokratischen, unzensierten westlichen Medien verfolgen, ist zwischenzeitlich bereit, mit den russischen Behörden zu kooperieren und das geforderte Material und die Analysen an Russland zu übergeben. Allerdings gibt es eine Bedingung. Der Patient Nawalny muss damit einverstanden sein. Не позволю. Und? Richtig, liebe Leser, liebe Zuschauer, der Patient Nawalny ist natürlich nicht damit einverstanden. So ist Deutschland fein raus, denn es verweigert nicht mehr die Kooperation mit Russland und Nawalny
hat Persönlichkeitsrechte. Wenn er diese wahrnimmt, kann man ihn dafür nicht kritisieren. Erinnern wir uns noch kurz, um was es eigentlich geht. Die russischen Ärzte waren natürlich zu unqualifiziert, um dieses stark wirkende Gift im Blut von Nawalny festzustellen. Eigenartig finde ich, dass Russland bisher noch nicht einer internationalen Ärztegruppe, wohlbemerkt internationalen Ärztegruppe, keiner deutschen Ärztegruppe, angeboten hat, die Blutproben, die sicherlich in Omsk erhalten geblieben sind, nochmals in Augenschein zu nehmen. Vielleicht finden ja die internationalen Spezialisten im Omsker Nawalny-Blut doch das, was russische Ärzte nicht finden konnten. Aber wenn sie in diesem Blut ebenfalls nichts finden, dann steht die Frage, wieso in einem medizinischen Zentrum des potenziellen Feindes Deutschland plötzlich ein Gift entdeckt wurde. Глупых вопросов не задавать. Вопросы есть? Нет. Ich finde diese Überlegung interessant. Und die Schlussfolgerungen zu Ende zu bringen, überlasse ich Ihnen, meinen Lesern und Zuschauern. Soweit zu den russischen Giftfuschern. Kommen wir nun zu den deutschen Kuhhändlern. Oder besser, den deutschen Politikern an der Spitze mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, die den USA einen Kuhhandel vorgeschlagen haben. Der Vorschlag stammt noch vom 7. August. Also rund zwei Wochen vor dem angeblichen Giftanschlag. Die Bundesregierung, so schreiben es die russischen Medien unter Bezugnahme auf Veröffentlichungen der deutschen Zeitung Die Zeit, haben den USA angeboten, für die Summe von 1 Milliarde Euro Lagerstätten für US-Gas in Deutschland zu errichten. Wenn diese ihren Widerstand gegen das Nord Stream 2 Projekt aufgeben. Mit anderen Worten, der deutsche Steuerzahler, also Sie, soll Geld geben, damit die Bundesregierung teures Gas in den USA kaufen kann, an dem die USA verdienen und welches in Deutschland nicht gebraucht wird. Честное подношение от компании «Бампер» и «Коза» поддержку начинаний – это сегодня, пожалуйста. От землевладельца Гусева, пожалуйста, пожалуйста, вот здесь тоже есть. Да, пожалуйста. Ein zweites Mal wird der deutsche Steuerzahler zur Kasse gebeten, weil die Preise für Gas natürlich steigen werden. Рубля 84 копейки. Пожалуйста. Получите сдачу. Und interessant wird sein zu erfahren, wie die deutsche Umwelthilfe reagieren wird, also die Organisation, die gegen das Projekt Nord Stream 2 aus umweltpolitischer Hinsicht vor deutschen Gerichten klagt. Der Gastransport durch Röhren tief unter Wasser ist schädlich für die Umwelt. Logisch. Und der Gastransport über Wasser mit Schiffen über die 7 Weltmeere? Tja, das war's aus Kaliningrad. Tschüss und Paka. Ах, мой милый Августин, 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 ах, мой милый Августин, Августин мой. Ах, мой милый Августин, 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 ах, мой милый Августин, Августин мой.
Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Подожди. Ай.